der nicht nur in der Gegenwart schon so ein bisschen für Aufsehen, sondern auch definitiv in der Zukunft für Aufsehen sorgen wird. Gerade am Anfang vom Ballwechsel, haben wir schon gesehen, was die Stärke von Darko Jorgic ist für seine Rückhand, die beste der Rückhand, beste Rückhand der Bundesliga ist. Aus genau diesen Gründen überhaupt keine Chance mehr für Markus Freitas, hier ranzukommen. Ah, kurz zu passiv geworden, Darko Jorgic. Das ist schwer zu verteidigen. Weil nur Darko Jorgic wie auch Shankun eben und automatisch zum Punkt für Darko Jorgic. Klar, das Netz springt der Ball extrem hoch, aber gibt eben noch mal Rotation mit. Gewinnt die Spiele, also die Punkte. Dadurch, dass er weniger Fehler macht. Danke. Zu dem Sieg. Danke. In einem ganz neuen System, ganz neues Spielsystem. Das Fast Five gespielt, wo auch 1-1 Aufschläge waren nach 25. Ist es gut? Wir hatten zwar jetzt schon viele neue Regelungen und auch einfach gut, das mal auszuprobieren. Die Zuschauer können sich das auch mal angucken. Und ja. Vielleicht auch gerade wieder in so einem fünften Satz? Ja, absolut. Also wir haben jetzt auch schon hier ein paar Tage zur Sität und es ist immer noch so, dass er wirklich den ganzen Tisch abdeckt, es einem richtig schwer macht. Zu dem, was Darko jetzt im ersten Satz nochmal gut rangekommen eigentlich. Zum zweiten Satz. War es auch ein gelungenes Spiel. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank. Danke, danke. Für Saarbrücken, aber ich glaube auch zu Hause Miski gegen Wladimir Samsonov. Gerade eben auch er mit eins seiner größten Idole ist im Tischtennis. Das ja, genau das da sind die Bälle, die ein Linkshänder. Das ist dann als Rechtshänder. Ich habe schon gesagt, nahezu unmöglich. Parallel spielt gegen den Rechtshänder, dass immer in die Vorhand geht. Aber das ist eben der Link. Toller Ballwechsel. Darko Jorgic kommt. Hier sieht man es jetzt gleich ein bisschen näher an den Tisch ran. Im Lauf des.
gerade den langen Aufschlägen, Jogic immer mit Problemen, wird damit oft nach hinten gedrängt, früh nach hinten in die Passive. Markus Schweier das gut mit dem Winkel raus. Noch weiterzukommen, als die beiden es jetzt sind. Sehr junge verletzungsfrei bleibt und weiter so trainiert und so spielt. In der Weltrangliste. Ein gutes Stück nach oben. Und der Rückhandfehler von Darko Jorgic. Die Faust. Imaginäres Winken von beiden Seiten. Sie sehen es nicht im Bild.